ist jetzt ein bisschen winterlich geworden. Die Landschaft hat sich verändert. Sieht richtig gut aus, wie ich finde. Heute bin ich unterwegs mit meiner Toscano. Die Experten von euch werden wissen, dass diese hier im Prinzip die halbe Toscano ist. Dass das dann eine Toscanello ist. Ich kaufe sie aber immer als Toscano und schneide sie mir selber in zwei Hälften. Weil dieser doppelt fermentierte Kentucky-Tabak, der hat schon ganz schön in sich. Und eine halbe ist mehr als ausreichend, wie ich finde. Also heute mal mit einer Zigarre unterwegs, beziehungsweise Zigarillo oder irgendwas dazwischen. Es zählt als Zigarre, ja. Aber, naja. Ohne Sonnenbrille geht hier gerade gar nichts. Der Schnee, die Sonne, der blaue Himmel. Sieht super aus, blendet aber auch ganz schön. Ich wollte mal was zum Thema Wintertabak sagen. Sommertabak, Wintertabak. Viele sagen ja, im Sommer mögen sie eher so Aromaten oder was Süßliches, was Leichtes, was nicht so schwer ist wegen der Hitze. Im Winter kann es dann auch schon mal was Kräftiges sein, würzig, vielleicht sogar was mit Latakia. Also meine ganz persönliche Sache, also meine ganz persönliche Einstellung dazu ist, ich rauche zu jeder Jahreszeit alles. Und eher ist es sogar umgekehrt. Wenn es draußen so winterlich ist, adventlich, weihnachtliche Stimmung, dann steht mir der Sinn eher nach Keksen, Plätzchen, süßen Tabaken. Von mir aus auch gerne Hocharomaten. Und im Sommer, wenn die grünen Wiesen sind oder teilweise verbrannte und ausgetrocknete Grasflächen, wo man drüber laufen kann, da finde ich es so ein natürlicher Tabak, Virginia Perique oder was in die Richtung, auch gerne mal Bold Kentucky oder ja, Peterson Irish Flake. Die passen da alle hervorragend, meiner Meinung nach. Aber unterm Strich muss ich ganz ehrlich sagen, es ist bei mir so, einmal habe ich Lust auf aromatisch, einmal habe ich Lust auf naturbelassen. So wie jetzt hier. Heute Morgen zum Kaffee war es der Lakeland Dark in der Pfeife. Also heute habe ich wieder mehr Lust auf naturbelassen. Wobei ich aber schon sagen kann, die Tendenz geht eher zu aromatisch im Winter. Naja, aber das ist meine ganz persönliche Einstellung zu der Geschichte und ist natürlich jedem selber überlassen, was er davon hält. Also Leute, dann wünsche ich euch einen schönen, angenehmen Winter, viel Gesundheit, alles Gute eben. Und bis die Tage. Danke fürs Zusehen.